Ein Problem, was viele Menschen und viele Gesellschaften haben und vor allem auch unter den Muslimen sehr oft beobachtet wird, ist, dass man zuerst das Negative wahrnimmt oder vielmehr sein Augenmerk auf das Negative lenkt und das Positive nur so nebensächlich wahrnimmt. Und das hat viele, oder besser gesagt, kann viele schlechte und negative Auswirkungen haben im Umgang mit dem anderen. Viele Sünden, wie zum Beispiel Lästern, sind das Resultat dessen, dass man zuerst das Negative bei dem anderen Menschen sieht. Und wir sollten hier wirklich mal von den heiligen Propheten Jesus a.s. oder wie er auf Arabisch genannt wird, Isa a.s. lernen. Gemäß einer Überlieferung soll Jesus a.s. mit seinen Jüngern auf Reise gewesen sein und auf der Reise haben sie einen Hundekadaver bemerkt. Und das Erste, was sie wahrnahmen, war der Gestank des Kadavers. Und das brachten sie auch zum Ausdruck. Aber Jesus a.s. erwiderte, seht ihr denn nicht, wie weiß seine Zähne sind? Und wollte ihn damit vermitteln, wieso habt ihr zuerst diesen Gestank wahrgenommen? Wieso seht ihr nicht zuerst das Gute, das Positive, wie weiß seine Zähne doch sind? Und diese Einstellung erleichtert viele, viele Dinge, wenn wir nur das Negative oder hauptsächlich das Negative in unserem Umfeld wahrnehmen, gegebenenfalls uns darüber aufregen, dann werden wir nie zufrieden sein. Imam Ali a.s. sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Schönheit ist und das Schöne liebt. Lasst uns doch diese Schönheit, die er überwiegt auf dieser Welt, zuerst und hauptsächlich wahrnehmen und das Negative nebensächlich. Denn dann würden wir viel friedlicher leben und auch die Menschen viel friedlicher wahrnehmen.